Herzlich willkommen im nächsten Part von Sly Cooper 4. Wir machen jetzt eine Mission mit Sly. Ja. Und ich weiß nicht, ob mir das nur alleine so auffällt, aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob diese, ja, während der Ladepausen hier diese Hinweise, die Hinweissätze hier in diesem Bereich etwas wieder aktualisiert wurden. Ich kann mich erinnern, dass hier in Western-Regionen immer dasselbe war mit den Hinweisen hier. Aber hier scheinen irgendwie wieder neuere zu kommen. Zum Beispiel, dass man ja auf Dächern Gegner besser belauschen kann. Also, wenn es halt so eine Mission gibt, ne? Ja gut, eigentlich als Profi, Sly Cooper Profi, weiß man das. Aber ich denke mal, das ist ein guter Hinweis. Und vor allen Dingen auch ein anderer Hinweis, als ständig immer nur dieselben Hinweise hier, dieselben... Ach, weiß nicht. Ich meine, wie oft sieht man hier diese langen Ladepausen? Da müsste man eigentlich ganz viele unterschiedliche Hinweise hier bringen, ja? Aber es ist halt nicht so. Yeah! Oh, Mist. Nein! Was? Nö. Ergreifen mit einer Rakete oder wie? Sag mal, wo kommst du denn her? Also bitte, lern bitte, dich richtig auszudrücken, weil sonst wird das hier nichts mit der mittelalterlichen Kommunikation und die da heißt, dich umzubringen. So, aber wir sehen ja auf die Karte, irgendwo muss noch eine Flasche sein. Warum nutzen wir nicht die Gelegenheit und sammeln sie ein? Warum nicht? Ja, es liegt vielleicht daran, dass man eventuell sterben könnte oder eventuell der Weg zu lang ist. Aber wir sind ja hier im Let's Play und darum machen wir sowas immer gerne. Ja, habt ihr nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Naja, aber lasst es uns angehen. Ja, da oben. Ja, genau. Auf die Karte ist wenigstens Verlass, ja? Anders wie eine... ja. Hier, vom Handy aus, ne? Hier, wie ist das? Ihr wisst schon. Ja, wenn er nicht halt GPS anhabt, dann könnt ihr das eigentlich vergessen mit der Kommunikation hier. Und wir wissen ja, wie das ist. Wenn Leute ihr Handy nicht richtig im Griff haben, dann verirren sie sich und landen irgendwo in der Gosse oder so. Und dann muss halt hier ein Sly Cooper Ausschau halten und so. Halt, wo ist die Flasche? Da, okay. Vorher hätte ich keine Ruhe gegeben hier, ja, die nächste Mission zu beginnen. Aber fangen wir an. Oder Auftrag, je nachdem. Wir müssen Penelope kriegen. Aber wie? Mann, wir brauchen Bentley. Ich bin immer noch verwirrt, dass der Schwarze Ritter ein Freund von euch ist. Naja, das ist sie jetzt eindeutig nicht mehr. Angesichts solchen Betrugs bleibt uns nur eines. Töten! Wir stürmen die Burg und erlegen den Schurken! Okay, langsam, Turbo. Wie kommen wir in die Burg rein? Das... Reingehen? Einfach reingehen. Nicht. Allerdings weiß ich, wie wir nützliche explodierende Vorrichtungen anfertigen können. Unsere Wege trennen sich. Ich besorge Feuerknollen und ihr besorgt eine Flasche von Merlins Magiepulver. Ja, klar. Und wie bekomme ich das? Na, auf dem Jahrmarkt natürlich. Ich hoffe, eure Bogenkünste sind passabel. Ich glaube, das sind sie. Alles klar. Dann ist es entschieden. Ne? Ihr habt euch wohl. Sag mal. Jetzt sind wir aber voll. Ich suche seltene Feuerknollen. Drei dürften reichen. Jetzt sind wir auch voll hier im Märchen drinne. Ja, erst sammeln wir hier mit Gellet Feuerknall und dann soll auch noch hier unser Sly-Kumpelfreund irgendwelche Merlins-Pulver-Sachen sammeln. Junge, jetzt geht's ja ab hier. Naja, was soll's. Wir fragen nicht lange, wir handeln. Oh, wobei dieses Handeln jetzt unüberlegt war, denn naja. Dieses Geräne lässt mich nach einem Pferd lechzen. Ja, dann such dir doch halt eins. Sag mal. Das nächste Mal machst du das vor der Aufnahme. Diese schwere Rüstung ist so stickig. Jetzt red dich hier nicht raus, mein Freund Gellet, ja? Also, wie lange? Du trägst die Rüstung hier schon so lange. Und jetzt, wenn ich hier aufnehme, redest du dich hier so raus oder was? Dass die Rüstung hier zu schwer ist? Ich meine, es ist zwar hier so schwer wie Blei und so. Weil im Mittelalter gab es noch kein Aluminium großartig, aber egal. Red ich ja nicht raus. Darum geht's. So, naja. Was suchen wir hier? Achso, ey, Junge. Fahr zur Hölle. Aber
Aber nimm, bei Gott, nicht die Deutsche Bahn. Wer weiß, wann du da ankommst, dann müssen wir uns hier noch länger uns mit dich hier aufhalten in diesem Part. Das wollen wir natürlich nicht. Meine Freunde da vor dem Bildschirm sitzend, schweißtriefend und so, das wollen wir nicht. Gut. Wo geht's lang? Ich habe keine Ahnung. Aber ich führe euch zum Ziel. Ja. Meine Güte, ey. Ja, wir sind auf den... Ah, da oben, okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Ja, eine gute Frage wieder mal, die wir uns hier stellen. Aber bloß gut, dass wir auf Haken springen können. So. Nee. Gut, das Sly wäre jetzt hier hochgekommen, ja? Wir müssen allerdings... Nee, Moment mal, konnte der sich da dranhängen? Nee, konnte gar nicht. Nun, kannst du überhaupt was? Doch, er kann's. Gut. So, hier springen wir einfach mal so schön, weil es schön ist. Ja. Und dann würde ich auch mal sagen, wieder, es war's für diesen Part. Nee. Moment, jetzt muss ich also einfach mal schauen. Gut, da hinten könnte ich und da könnte ich und ich könnte überall. Junge. Mensch, wenn ihr wüsstet, wo ich überall kann, das könnt ihr gar nicht glauben. So, bin ich denn jetzt hier eigentlich richtig? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Naja. Drehen wir uns einfach im Kreise. Ist ja auch schön. Naja, lass mir einfach mal schauen. Ja. Ein letzter Schlag ist nötig. Was? Was für Schlag? Ich habe deinen Gegner schon erledigt, Junge. Ach, was soll's? Ich suche mich aufs Nächste. Wenn ich dich kriege, wirst du eliminiert. Ich brauche noch eine Milch, um so tun zu können, als ob ich besoffen bin. Wie richtige Männer das halt tun. Ja, die tun auch immer so, als ob sie betrunken sind. Wenn sie eine Milch getrunken haben. Aber wohl bemerkt, warm muss sie sein. Ja? Für richtige harte Männer. So. Ein fester Hieb und sie müsste sich öffnen. Jetzt springen wir hier. Nee, loslassen wollten wir nicht. Oh doch, wir würden die Schweinchen angucken. Nee, wollten wir jetzt nicht. Vielleicht nach der Aufnahme. Aber jetzt geht das mal hier hoch. So. Ja, hinauf an der Bohnenstange. Mensch, also jetzt habe ich keine Zweifel mehr, dass es ein Märchen ist. Yeah! Die Feuermäuer. Nee, Feuerknolle. Ah, gut. Was für ein prächtiges Exemplar. Jetzt brauche ich nur noch zwei. Ja. Glockwerk weg, ihr. Du Glockwerksohn des Oberteufels Piccolo. Nee, diese was? Diese Knollen geben exzellente Bomben ab. Was? Der hier? Ja, ein bisschen knollig sieht er aus, ja, verbeugt sich und dann, wenn ich ihn jetzt haue, dann bekommt er Knollen, ja, das stimmt schon. Also da hast du mal recht, Gellet. Da muss ich dir mal recht geben, hier. So, wo ist jetzt das Nässe hier? Da oben, ja, gut. Wir können ja das versuchen, ne? Wir können es echt versuchen, da hochzukommen. Ja, los, hier muss doch auch ein Haken dran sein. Das hat doch so schön geklappt an der anderen Feuerpflanze. Aber wie wir sehen, nein, nein. Naja. Nehmen wir halt die nächste. So, aber geradewegs hier oben drauf muss eine Flasche sein. Und da kommen wir hoch. So. Wie viel haben wir? 18 von 30. Ja, das könnte natürlich auch mal wieder so weit sein, dass wir die Flaschen einsammeln, ne? Also, was soll's? Hauen wir hier! Geh weg. Ich will keinen Streit. Es sei denn, ich bin im Streik. Ja, wer hätte geahnt, dass der schwarze Ritter eine Lady ist? Wer hätte geahnt, dass der Witz wieder ein so schlecht wird? Schneller Schlag und sie löst sich.
Die Lady? Nein. Yeah. Die zweite Feuerknölle. Könnte auch eine scharfe Kartoffel sein. Ja, nur noch eine Knolle. Yeah. Nee, nicht die. Also die letzte mag ich nicht so. Die ist mir ein bisschen zu feurig. Genauso wie der Typ hier, ja. Besonders wenn er sein Gewehr rausholt hier und seine Raketen. Ja, ist ganz üblich im Mittelalter Raketen abzufeuern, ja. Da machen wir uns nichts vor. Die Geschichtsleute hier, die haben doch alle keine Ahnung. Die Historiker, ja. So, los, hüpfen wir hier? Ne, auf eine Kiste, das... Ich meine, in Minecraft könnte man sowas. Ich meine, da schwebt auch ein bisschen Erde in der Luft und so. Sind wir bloß froh, dass der Inhalt von der Toilette nicht so schwebt, ne? Ach, vergessen wir es. So, was macht... Taschenlampe? Nein, die brauche ich jetzt nicht. War aber eine nette Idee. Muss dir mal zustimmen da, ja? So. So, ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt hier hochhüpfe. Ah, okay. Wo ich jetzt mal hier an dieser Ranke war, habe ich schon die Vermutung gehabt, dass man hier so hochkommt, ja, mit der zweiten. Aber, ja. Ist halt so, ne? Ist halt so, meine Damen und Herren. Jetzt greif, ja, gut. Ist ein guter zweiter Anlauf. Anlauf. Okay. Und da ist auch die dritte Knolle. Das war's schon. Mal sehen, was Sly dann machen muss. Ja, Merlins Pulver, ja. Merlin ist der kleine Sandmann hier. Der streut immer Merlins Pulver ins Auge. Hoffentlich hat Sly das Bogenschießen geübt. Wieso sprichst du jetzt durch Sly? Wieso? Ja, aber ich denke mal, es ist klar, was wir hier zu tun haben. Wir müssen Bogenschießen. So. Müssen wir erstmal hinkommen, ne? Zum Bogenschießstand. Ja, gab es auch schon im Mittelalter Bogenschießstände. Und es gab auch schon Leute, die etwas zu viel Geld haben. Und darum entledigen wir sie. Der will einen abhauen. Ja. Mensch, dann halt ihn auf, Junge. Ja, wir sind live dabei in der Action hier. Wo ein Igel verfolgt wird, der nicht Rüstung trägt, die vorgeschrieben sind. Nur heran, meine Damen und Herren. Stellt euer Geschick in diesem Spiel auf die Probe. Hallo, mein Herr. Wagt ihr es? Trefft sie gut und gewinnt eine Originalflasche von Merlins Magiepulver. Lindert garantiert Kummer, wälzt das Haar und beantwortet Gebete. Wie macht es sich in Bomben? Ja, zusammen mit Feuerknollen ergibt das eine echte Wucht. Boom. Okay, wir sind hier auf dem Rummelplatz, CPIO. So, auf geht's. Ja, schießen halt, ne? Treffe ich auch? Hey, Boot, geh mal. Boot. Ach man, nein. Mary, was machst du denn da? Seit wann haben die Mary hier auf den Schießstand? Das kann doch nicht sein, oder was? Und ich habe das Gefühl, dass ich das hier nochmal machen muss, weil ich... Ja. Genauso. Ah, ihr seid gut. Ein gutes Auge, Freund. Wieder ein bisschen Geld verdient ihr, ja? Ausgezeichnet, Jungchen. Ja, wenn ich daneben schieße, sagt er das. So, er weiß genau, das Kleiner. Er weiß genau, dass ich mein Freund wieder wieder sehr was kaufen. Gut, Jungchen. Kaufen werde, Mann. Ah, ich war noch nie gut in sowas. Ich hasse Rummelschießen. Obwohl, als Kind war ich sehr gut darin. Ja, ihr kennt ja diese komischen Volltreffer. Luftdruckgewehre. Ihr seid Profi in Tarnung. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber... war ich darin gut. So. Ihr seid das wollte ich nochmal erwähnen. So, ja, habe ich so Fehler. Genau, Junge. So, los. Blitz. Volltreffer!
Ja, ich sehe es. Junge, ich sehe es. Oder derjenige hat ihr etwas seid mit den wohl ein Augen. Profi in Tarnung. Ausgezeigt. Na los doch, noch einmal. Okay. Wir hatten 95 von 120. Ich denke mal, da geht noch einiges. Aber ich denke mal, wir sind jetzt vertraut hier mit der Steuerung und da kann man ja gut schießen, ne? Komm. Ah, scheiß Boot. Weg da, Mary. Mann. Steht auch hier noch auf dem Rummelplatz im Weg. Schön gezielt, mein Freund. Schön gezielt und nicht getroffen. Ja, das finde ich auch. Sehr gut. Ihr seid ein Natur. Oh nein. So knapp. Minuspunkte kann ich nur gar nicht leiden. Junge. So, ich hab dir gesagt, nimm das scheiß Boot da weg. Wie oft soll ich das noch sagen? Und die Burg vor allen Dingen, die in Wirklichkeit nur Pappe ist. Das ein mögen gutes wir nicht. Auge, Freund. Ja. Ja, gut gezielt. Genau so. Und ein gutes Auge. Toller nicht Schuss, getroffen, Freund. Aber Bier gesoffen, genau. So, los jetzt hier. Na ja. Manchmal kommt so hier auch ein Vogel. Macht man das kleiner. Vorbeigeflogen. Kommt ein Vogel geflogen. Setzt sich nieder. Jungchen. Auf deinen Schoß. Und er fliegt dann weiter. Sagt der Fetzen. Ordentlich Prost. Nein! Ich treffe nicht mehr! Nein! Ach verdammt, jetzt bin ich noch schlechter als vorher oder was? Ja. Hauptsache, ich habe ein Lied gesungen. Ja, toll. Gut. Sehr gut. Fast. Hauptsache, ich habe ein Probier's Lied gesungen noch mal. In meinen Part. Und ich bekomme jetzt hier ja 5 Abonnenten weniger. Okay, ein drittes Mal. Weiß der Geier, wie oft die es noch versuchen werden müssen ja, sollen. Genau so. Hätten können müssen. Und so. Ich muss nur darauf achten eigentlich, dass ich keine Minuspunkte kriege. Und dann ist die Sache hier geritzt. Genauso geritzt. Ein gutes Auge, Freund. Wie wenn ich hier mit einem Pfeil so diese Pappmachés treffe. Ausgezeichnet, Jungchen. Wunderbar, Junge. Was ist denn das da eigentlich? Okay, ich habe es nicht genau gesehen, ob da eine Zielscheibe für uns dran ist. Aber ich denke mal... Schön gezielt, mein Freund. Anhand des Toller Tones... Schuss, Freund. Jetzt treffe ich auch noch das Wasser, ey. Das kann doch nicht sein. So gehört sich das. Ja, bis jetzt, ja... Kann man sagen. Ach, ihr seid gut. Ey, habt ihr den da gesehen? Wie soll ich Blitz. Den da treffen, ey? Hey, ich hab einen Vogel getroffen. Ein Naturtalent. Auch gut. Ihr ey, seid komm wohl jetzt. Ein das, Profi in Tarnung. Das sieht doch gut aus jetzt. So macht man das, Kleiner. Ja, genau so. 5. Okay. Ein gutes Auge, Freund. Los, jetzt so muss ich schaffen, hört ey. Sich das. Ja, wunderbar. Lass mal ein paar extra Bonuspunkte hier rüber wachsen. Ihr seid gut. Toll geschossen, Junge. Okay. Ich denke mal, es ist machbar. Goldener Pfeil. Toll. Was hat das zu bedeuten? Ja, ich habe es geschafft bei 3 Mal. Müsste eigentlich Bronze geben, aber egal.